Come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies. La Paz. In ihren drei fahrenden Ambulanzen kümmern sich die Street Doctors um die Kinder der Stadt, die ausgeschlossen sind. Von Familien, vom Gesundheitssystem, von der Schule. Kinder, die größtenteils auf der Straße leben und niemanden haben, der sich um sie kümmert. Heute besuchen die Street Doctors, wie alle 14 Tage, das Frauengefängnis von Obraches. Polizisten begleiten die Insassinnen vor die Tür. Und mit ihnen ihre Kinder. Wird eine Mutter inhaftiert, gibt es für ihre Kinder meist nur die Wahl zwischen zwei Übeln: den Weg in ein staatliches Waisenhaus oder ein Leben mit der Mutter im Gefängnis. Vor allem bei kleineren Kindern entscheiden sich die Mütter meistens dafür, die Kinder mitzunehmen. Denn die öffentlichen Heime haben einen katastrophalen Ruf. Die Frauen haben Angst, ihre Kinder nie wiederzusehen. Eine medizinische Versorgung im Gefängnis gibt es nur für die Mutter. Und auch die ist äußerst dürftig. Wird ein Kind krank, gibt es außer den Street Doctors keine Möglichkeit, eine Behandlung zu bekommen. Medikamente sind für die Kinder im Gefängnis nicht vorhanden. Oft werden eine Unterernährung und alles, was damit zu tun hat, festgestellt. Jede Frau bekommt 8 Bolivianos pro Tag für Essen. Das sind umgerechnet 1,13 Euro. Egal, ob sie Kinder hat oder nicht. Wenn sie kein Geld hat, um Essen für ihre Kinder zu kaufen, muss sie ihr Essen mit ihnen teilen. Es reicht so gut wie nie. Die Sorgen und Nöte der Frauen sind immens. Und sie sind unglaublich froh, dass sie sich mit ihren Kindern an die Street Doctors wenden können. Die springen auch im Notfall ein und bringen die Kinder ins Krankenhaus, wenn es sein muss, und übernehmen die Behandlungskosten. Viele Gefängniskinder kennen das Leben außerhalb der Gefängnismauer nicht. Das Gefängnis ist ihr Zuhause. Aber es ist kein Zuhause, wie es ein Kind haben sollte. Es fehlt hier an allem. An Bildung und Spielsachen, an ausgewogener Nahrung und sauberer Kleidung, an Gesundheitsversorgung und Medikamenten. Die Kinder, die hier wohnen, können keine Kinder sein. Nach dem kurzen Ausflug zu den Ambulanzen müssen sie zurück ins Gefängnis. Zum Teil noch für Jahre. Als Lichtblick bleiben die Besuche der Street Doctors und die Zuwendung und Hilfe, die die Kinder von ihnen erhalten. Mit 30 Euro im Jahr kann ein solches Kind medizinisch versorgt werden. Helfen Sie einem davon und schenken Sie ihm Zuversicht und Würde.